Der eine Grund, warum dein Business nicht den gigantischen Erfolg hat, den du dir wünschst. Herzlich willkommen zum Quantum Business Flow Podcast. Der Podcast für Coaches und Experten mit gigantischen Visionen, die mehr hochpreisige Traumkunden anziehen möchten, während sie ein kompromisslos, erfolgreich und erfülltes Leben leben. Wie das geht im Einklang mit den energetischen Gesetzen des Universums, lernst du hier. Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Quantum Business Flow Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und heute spreche ich mit dir über eine Sache, die dafür sorgt, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen, die ein Business aufbauen, damit festhängen, damit nicht weiterkommen und nicht den gigantischen Durchbruch erschaffen, den sie möchten. Und das ist eine Sache, das nutze ich ja gerne im Podcast, dass ich einfach Geschichten aus meinem Leben erzähle, weil diese Dinge, die mir passieren, immer sehr relevant sind für euch da draußen, sonst würdet ihr mir nicht folgen. Ne? Das Universum hat dafür gesorgt, die richtigen Menschen kommen zur richtigen Zeit in meine Welt hinein, damit ich dir die richtigen Dinge mitteilen kann, die so bei mir passieren. Und das war eine große Erkenntnis, die ich wieder mal hatte, die mir auch gezeigt hat, warum wir zum Beispiel so erfolgreich waren bisher, warum viele, viele Menschen, die ich kenne, so erfolgreich sind und bleiben. Denn sie hören auf eine Regel sozusagen. Und diese Regel, würde ich sagen, ist relativ neu. Denn in der alten Welt des Business ist diese Regel nicht so verbreitet. Denn da geht es mehr um genau das Gegenteil. Und zwar spreche ich davon, dass die Dinge, nur die Dinge erfolgreich sein werden, bleiben können, in denen dein Herz drin ist. Nur die Projekte, die Themen, die du angehst, die Businesses, die du aufbaust, in denen wirklich dein Herz drin steckt, können erfolgreich werden. Alle Projekte, wo das nicht der Fall ist, werden früher oder später gegen die Wand fahren. Das ist meine persönliche Erfahrung. Denn was passiert, wenn mein Herz nicht mehr drin ist, wenn nur noch der Kopf drin ist? Wenn ich ein Projekt habe oder ein Business, wo ich sage, ja, mein Herz ist nicht mehr da drin, aber das macht uns ja Geld. Also wir müssen das jetzt einfach weiterlaufen lassen. Wir müssen es jetzt einfach weiter aufbauen, weil da ist ja Geld drin. Ich möchte mir einfach dieses Geld noch weiter haben und widme mich dann anderen Dingen. Was passiert dadurch? Dadurch ziehst du deine Herzensenergie ab und vielleicht hört sich das jetzt für einige ein bisschen ungreifbar an, aber im Prinzip kannst du dir einfach vorstellen, wenn du deinen Fokus auf etwas legst, und dein Herz mit drin ist, das heißt deine Leidenschaft, deine Freude, deine Passion, dann gibst du eine ganz andere Energie rein, hast ganz andere Ideen, bist bereit, viel mehr umzusetzen, bist bereit, ganz anders dort mit den Menschen umzugehen. Du kennst das, wenn du Dinge hast, die einfach keine Freude mehr machen, dann gehst du ganz anders damit um, gibst ganz andere Ideen ein und die Energie ist einfach weg. Und du kannst dir das wie so ein Bild vorstellen. Du hast dieses Projekt und dieses Projekt ist ein Zug. Und du, deine Energie, ist der Treibstoff von diesem Zug. Das heißt, du schaufelst da deine Energie rein, weil dein Herz drin ist. Je mehr dein Herz da drin ist, desto mehr Energie schießt in diesen Zug. Und deswegen fährt er los. Pam, 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 pam. Fährt so schnell er kann los. Doch der Moment, wo du sagst, hey, mein Herz ist hier nicht mehr drin, ich ziehe meine Energie ab, ich versuche das einfach am Laufen zu halten mit meinem Kopf, dann minimierst du die Energie, die da reinfließt, extrem stark, fährst sie extrem zurück. Das heißt, der Zug, der rollt noch so ein bisschen aus, ja, weil der hatte vorher ziemlich viel Fahrt aufgenommen. Doch der Moment, wo du es rausziehst und es versuchst, mit dem Kopf am Laufen zu halten, rollt dieser Zug ein bisschen aus und bleibt stehen, beziehungsweise schafft es nur noch ganz langsam, sich fortzubewegen. Das ist genau, was dann passiert. Und deswegen musst du dich immer wieder fragen, in den Dingen, die ich gerade tue, ist mein Herz noch da drin? Und das ist eine Frage, die ich mir stellen durfte, bei einigen Dingen, die ich jetzt gerade verändert habe. Und ich habe gemerkt, mein Herz beginnt in eine andere Richtung zu gehen. Es ist noch nicht komplett raus, sondern es beginnt schon in eine andere Richtung zu gehen. Das heißt, anstatt zu warten bis zu dem Moment, wo ich sage, ja gut, mein Herz steckt hier nicht mehr drin, ich breche jetzt alles ab, baue ich jetzt gerade einen Übergang. Ich lasse das Alte auslaufen, lasse mein Herz da drin, bis es ausgelaufen ist. Und währenddessen baue ich schon das Neue auf,
um dann richtig Fahrt aufgenommen zu haben, wenn das Alte abgeschlossen ist. Es war eine sehr, sehr große Entscheidung, die ich treffen durfte. Von vielen Richtungen wurde mir gesagt, Raphael, bist du verrückt? Das, was du vorher gemacht hast, ist eure Cash Cow. Damit verdient ihr das meiste Geld. Da hängt wahrscheinlich dein Team dran. Das darfst du nicht tun. Und ich wusste, das ist eine Kopfentscheidung. Wenn ich das tue, dann wird der Moment kommen, wo ich irgendwann sage, mein Herz ist komplett raus, ich kann nicht mehr und dann bricht das Ding ein. Und dann hätte ich von null aufbauen müssen und wieder hochfahren müssen. Doch so kann ich einen Übergang kreieren. Von dem einen Zug in den nächsten steigen, während sie quasi parallel noch laufen. Und irgendwann bleibt der eine Zug stehen und der andere fährt weiter. Und diese Frage darfst du dir immer wieder stellen. Steckt mein Herz da drin? Auch schon bevor du Projekte startest. Wenn dein Herz nicht drin steckst, dann wird es nicht erfolgreich und Punkt. Kennst du ein Unternehmen, was aufgebaut wurde ohne irgendjemanden, der mit seinem Herzen da drin war? Oder eins, das weiterläuft? Ich kenne das nicht. Ich habe sowas noch nie erlebt. Natürlich sieht das in gewisser Weise anders aus. Aber jedes größere Unternehmen hat Menschen da drin, die mit ihrem Herzen da drin stecken, mit Leidenschaft, mit Freude, mit Liebe, mit Power. Wenn das fehlt, dann fährt das Projekt gegen die Wand, weil, oder der Zug bleibt stehen, weil keine Energie mehr reingegeben wird. Und das ist die Frage, die ich mir immer wieder stelle. Bei jedem Projekt, bei jedem Kunden, mit dem ich persönlich arbeite, bei allen Dingen, die ich umsetze, steckt mein Herz da drin. Und wenn nicht, dann entscheide ich mich für etwas anderes. Selbst wenn mein Kopf randalieren möchte und sagt, bist du bescheuert, du musst das machen, ich mache es trotzdem nicht. Und das ist der Schlüssel zu unserem Erfolg, der Schlüssel von allen Großen für ihren Erfolg. Und vor allem ist es etwas, was immer relevanter wird. Die alte Welt des Business beginnt sich aufzulösen, wo du nur aus dem Kopf arbeiten kannst und nur hustlest und hart arbeitest. Und es geht immer mehr um Energie, um das Herz dahinter, die Power dahinter. All das entsteht gerade. Und ich bin der Meinung, dass alle Unternehmen, die sich davor verschließen, vor dieser neuen Art des Business, dass sie echt Probleme bekommen werden in Zukunft. Und deswegen ist das so, so wichtig. Also, kleiner, kurzer Impuls für dich. Wie sehr steckt dein Herz wirklich drin? Nur wenn es drin steckt, dann kannst du erfolgreich werden. Viel Spaß bei der Umsetzung. Danke dir fürs Zuschauen, Zuhören. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, dein Raphael. Vielen, vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Und vielleicht sitzt du jetzt da und sagst dir, wow, Raphael, danke, danke, danke für diese genialen Inhalte. Doch ich möchte den nächsten Schritt gehen. Ich möchte das Ganze jetzt wirklich praktisch umsetzen, dass ich mehr hochpreisige Traumkunden anziehe, mit jedem Traumkunden mehr Geld verdiene als vorher und es so schaffe, ein kompromisslos und unendlich erfolgreiches und erfülltes Leben und Business zu erschaffen. Wenn du an diesem Punkt stehst und bereit bist, all in zu gehen für deine große Vision, dann möchte ich dich herzlich einladen zu einem kostenlosen Füllegespräch mit einem Experten aus meinem Team. Dieser Experte ist von mir persönlich ausgebildet, dass er mit dir gemeinsam schaut, wo stehst du in deinem Business, eine Analyse macht von dir und deinem Business, wo willst du hin und welche Schritte musst du gehen, welche innere Transformation und auch äußere Transformation an deinem Business musst du machen, um deinen Traum wahr werden zu lassen. Und ob es dein Ziel ist, fünfstellig im Monat zu werden mit deinem Business oder sechsstellig, du Millionen machen möchtest, bei all diesen Dingen können wir dir helfen, weil wir den Weg gegangen sind. Wenn du diesen effektivsten, schnellsten Weg möchtest und bereit bist, all in zu gehen, dann ist das für dich. Du findest unter diesem Podcast in den Shownotes oder unter dem YouTube-Video den Link, kannst dich kostenlos eintragen. Wichtig, dieses Gespräch ist nur für Leute, die ein Business haben, die im Coaching, Beratungs- oder Expertenbereich unterwegs sind und damit jetzt hochpreisig verkaufen möchten und daraus ein geniales Business schaffen möchten. Wenn das für dich gegeben ist und du eine gigantische Vision hast, dann passt du zu uns, dann können wir dir helfen. Das komplett kostenlose Füllegespräch findest du unter diesem Podcast. Ich würde mich sehr freuen, wenn du das Ganze nutzt und mit einem Experten aus meinem Team sprichst. Damit danke ich dir, wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag und bis bald, bis zum nächsten Podcast. Dein Raphael.